Ostersamstag, sagt man das so, Ostersamstag? Es ist der Samstag am Osterwochenende und ja, ich habe mir gedacht, ich fange heute mit einem neuen Vlog an. Bis gestern habe ich ja das Weekly Reading gemacht und heute wollte ich richtig vloggen. Und ja, ich habe heute noch nicht viel gemacht. Ich habe heute früh so ein bisschen Haushaltskram gemacht, dann habe ich mit Annika telefoniert, dann habe ich hier ein bisschen gelesen und zwar ist das Die Legende der vier Königreiche vereint. Das ist der zweite Teil. Da habe ich jetzt so gut zwei Drittel des Buches fertig gelesen. Ich will eigentlich auch gucken, dass ich die 100 Seiten, die mir jetzt hier noch fehlen, dass ich die heute noch lese. Und ja, dass ich das Buch heute noch fertig kriege, denn heute ist ja der 31. März. Und dann könnte ich es noch mit in meinen Lesemonat und alles für den März mit reinnehmen. Und ja, das wäre voll cool. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich das heute noch mit fertig bekomme. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter gemacht heute, denn bei uns geht nichts. Also ich bin jetzt gerade dabei, das Weekly Reading zu schneiden und ja, ich habe kein Internet. Ich habe kein Internet. Es ging gestern Nachmittag schon los, dass wir einen Ausfall hatten am Internet und dass nichts mehr ging. Und ja, jetzt heute früh ging es dann kurzzeitig und dann bupp, war es wieder weg. Totalausfall. Also es betrifft nicht nur uns, sondern hier einige Gebiete bei uns und es ist so zum Kotzen, wenn man zu Hause ist und kein Internet hat. Ich kann kein Netflix gucken, ich kann kein YouTube-Videos gucken, ich habe die Kommentare, die ich heute schon beantwortet habe, das ging alles über mein Datenvolumen am Handy und das, ja, das nervt mich total, aber gut, was will man machen? Dafür habe ich heute auch schon 100 Seiten gelesen und ja, und halt hier Haushaltskram gemacht, Mittag gegessen, mich um Milo gekümmert und alles und ja. Dann habe ich, wie gesagt, eben angefangen zu schneiden. Dann war ich mit Milo jetzt nochmal kurz draußen. Jetzt habe ich mir gerade noch ein Teechen gemacht. Und ja, jetzt werde ich das Weekly Reading weiterschneiden. Wobei ich mir denke, alter Vater, wie hast du denn da gelabert? Also das war, nur die Rohdateien waren insgesamt 52 Minuten. Ich habe jetzt so die ersten zwei Tage geschnitten und bin jetzt runter auf 41 Minuten. Also ich rede ziemlich viel Schwachsinn zwischendurch, was ich rausschneiden kann. Aber trotzdem, ey. Das wird bestimmt übelst lang, also schauen wir mal, wie viel Müll ich hier noch erzählt habe. Am Ende bleiben vielleicht 20 Minuten übrig, damit wäre ich glücklich. Oder vielleicht auch 25, das wäre auch noch okay, aber ich will das halt nicht allzu lang machen. Naja, schauen wir mal. Ansonsten ist bei mir nicht viel passiert. Ich war ja krank und nächste Woche habe ich Urlaub. Yay, Freizeit. Und habe ich bisher eigentlich auch nur zwei Termine. Wir wollen am Dienstag zur Schneiderin fahren, wegen meinem Kleid. Das muss ja noch geändert werden, weil ich habe das ja eine Nummer größer bestellt. Weil die Größe, die ich anhatte, die hat gepasst. Aber da hätte ich noch 3-4 Kilo abnehmen müssen, dass ich ordentlich atmen kann. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Corsage oder irgendwas drunter ziehen unter das Kleid. Denn es ist Sommer und das wird mir, glaube ich, zu viel. Und deswegen habe ich eine Nummer größer bestellt. Das wird dann natürlich aber zu groß. Und deswegen muss es dann wieder enger gemacht werden. Frauenlogik halt, ne? Und dann müssen wir es wieder enger machen und dann muss es ja eh noch gekürzt werden. Aber heute sind meine Schuhe gekommen, was ich ganz cool finde. Und die kann ich dann gleich mit zur Schneiderin nehmen, wegen der Größe anpassen und so. Und ja, ansonsten geht es auch vorwärts. Dann haben wir nächste Woche nochmal einen Termin mit unserer Location quasi. Und da wollen wir dann nochmal ein bisschen die Details besprechen, mit Tische stellen und hast du nicht gesehen. Und ja, ansonsten haben wir im Urlaub auch noch nichts vor. Ich möchte mit Schatzi gerne noch ins Kino oder essen gehen oder so, mal sowas für uns machen, ohne den Stingi, die hier unten. Aber da müssen wir erst mal gucken, ob wir den irgendwie unterkriegen. Ihr wisst ja, der bleibt ja nicht alleine. Das ist immer alles so ein bisschen so eine organisatorische Sache. Und ja, meinen Großeltern möchte ich ihnen ungern im Moment geben, wenn es nicht sein muss, da es meinem Opa nicht so gut geht. Und ja, will ich die eigentlich auch nicht noch damit belasten. Deswegen müssen wir mal gucken, ob Mutti irgendwie Zeit hat. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich versuche heute das Schätzchen hier noch fertig zu lesen. Und wenn ich das fertig habe, fange ich mit Götterfunke an. Und Afterwork auf jeden Fall noch. Dann ist heute mein Tag online gegangen. Ich glaube, der ist ganz gut angekommen. Ich glaube, wenn ich sowas nochmal so mache, so interviewformmäßig, muss ich meinen Interviewer ein bisschen überspitzter noch darstellen. Ich glaube, das war noch nicht überspitzt genug. Aber ich habe viel positives Feedback bisher bekommen und das finde ich schön, da freue ich mich drüber. Und ja, jetzt höre ich auf mit dem Dünnsilz hier schon wieder und werde noch ein bisschen schneiden und dann lesen und mehr werde ich heute auch nicht machen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann einfach die Tage nochmal. Ich nehme euch auf jeden Fall die Woche überall hin mit
Und ja, morgen will ich mit der lieben Nina Kaffee trinken gehen und Kuchen probieren, denn wir haben immer noch keinen Bäcker, wo wir unsere Torte in Auftrag geben. Und ja, deswegen gehen wir morgen Kuchen essen und hoffe mal, dass der Kuchen dort schmeckt, was wir uns jetzt ausgesucht haben, und dass wir dort die Torte bestellen können. Und ja, schauen wir mal. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Und ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen Tee, schneide mein Video und bis dann. Hallo ihr Lieben, es ist Ostersonntag und es ist jetzt schon kurz vor 3. Ich habe heute den ganzen Tag hier nichts gemacht. Wisst ihr, was schlimm ist? Mein Internet ist ausgefallen. Also das fällt seit Freitag stets und ständig aus. Mal ist es da, dann ist es wieder weg, dann ist es irgendwann wieder da, dann ist es wieder weg. Und deswegen habe ich mir heute einen Fernseher eingeschaltet und habe Fernsehen geguckt. Und das war echt ein böser Fehler, denn ich gucke den ganzen Tag schon RTL und da kommen den ganzen Tag schon alle möglichen Teenie-Filme, die ich halt in dem Alter auch geguckt habe. Jetzt gerade kommt, wie heißt der, plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway. Ich glotze das schon den ganzen Tag. Es kam Manhattan Love Story und Der Prinz und ich, den Film mag ich ja nicht so, aber es kam schon so ein Haufen Filme und ja, ich habe den ganzen Tag hier vor der Glotze gesessen und Teenie-Filme geguckt. Naja, egal. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall gleich Nina und wir wollen jetzt gleich los. Und ja, dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Schatzi müsste eigentlich auch gleich von Arbeit kommen. Der musste heute nochmal arbeiten. Der muss auch morgen nochmal auf Arbeit und der tut mir voll leid. Der muss das ganze Wochenende durcharbeiten, aber ja, er muss nur noch morgen und dann hat er mit mir Urlaub die restliche Woche. Und ja, ich habe es heute trotzdem geschafft, Afterwork noch ein bisschen anzufangen und zu lesen. Ich würde euch das Buch jetzt gerne in die Kamera halten, aber ich kann gerade nicht aufstehen, weil Herr Milo hat wieder mich in Besitz genommen. Wie immer, wenn ich auf der Couch sitze. Wo guckst du denn hin? Da? Guckidu. Ja, also wie gesagt, ich kann gerade wegen Milo leider nicht aufstehen und ich hoffe, ich halte jetzt gerade nicht schon wieder das Mikro zu, weil ich habe den einen Tag schon versehentlich das Mikro zugehalten und habe 5 Minuten erzählt und es war einfach nichts zu hören, weil Susi die ganze Zeit das Mikro zugehalten hat und ich habe keine Ahnung, wo das ist in der Kamera. Ich glaube, hier oben. Aber dann halte ich eigentlich nie fest. Naja, egal. Ich habe bei Afterwork jetzt so die ersten 120 Seiten gelesen und ich muss sagen, der Anfang der Geschichte war schon sehr, oh mein Gott, also ich wusste ja vom Klappentext her, was passiert und dass sie in der Bar ja quasi ihren Chef aufreißt und das war so oberpeinlich. Das war so voll der Fremdschämen-Moment und ich dachte mir so, Gott, die Arme, Boden tut dich auf, dass sie da drin versinken kann. Und ja, war voll die peinliche Situation auf jeden Fall. Ansonsten mag ich das Buch bisher sehr. Das Einzige, was mir ein bisschen auf den Sack geht, unsere Protagonistin ist übergewichtig. Also wie gesagt, laut Aussage des Buches ist sie übergewichtig. Was auch immer das jetzt heißen mag, ich weiß es nicht genau, wie viel übergewichtig jetzt da übergewichtig heißt. Auf jeden Fall steht da, sie ist übergewichtig. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zur Geschichte. Auf jeden Fall ist sie ja betrunken und reißt dann in der Bar diesen Typen auf und erzählt denen quasi ihr komplettes Leid, dass sie einen neuen Chef kriegt und dass ihr Leben scheiße ist, dass sie mit ihrer Figur unzufrieden ist und, was sie denn alles noch für Probleme da hat. Und erzählt ihm das so prühwarm da in ihrem Suff und kotzt den dann am Ende noch auf die Schuhe. Ja, und am nächsten Tag geht sie mit voll dem fetten Kater ins Büro und kann eigentlich kaum stehen, geschweige denn überhaupt irgendwas. Und ja, sieht dann halt, dass der Typ ihr neuer Chef ist und er ist so ganz anders drauf, wie an dem Abend zuvor in der Bar. Und ja, sie hat jetzt natürlich Angst in ihrem Job, denn ihr neuer Chef ist dafür berüchtigt, Leute rauszuschmeißen. Und ich muss sagen, die Geschichte gefällt mir bisher richtig gut. Ich mag es bisher sehr. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, ist die ganze Zeit ihr Komplex halt mit diesem Übergewicht. Ich meine, wir Frauen wissen alle, wie es ist, mit seinem Körperchen Probleme zu haben. Und ich glaube, keine Frau auf der Welt ist mit ihrem Körper richtig zufrieden. Aber das wird hier so oft zur Sprache gebracht, dass es einfach schon wieder nur nervt. Weil sie die ganze Zeit quasi in der Ecke sitzt und sagt, ich bin so dick, ich esse zu ungesund, aber ich muss jetzt ungesund essen. Und du denkst so die ganze Zeit so, mi, mi, mi. Und ich hoffe, dass das jetzt so langsam mal aufhört, weil so ein bisschen nervt es mich schon. Und ja, ich höre jetzt erstmal auf zu labern und warte jetzt auf Nina und Schatzi. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen oder später oder keine Ahnung. Bis dann! Aside from my soul.
cause it's hard, fair, cause it's hard. Jetzt gerade, dass mein Videoexport noch fertig wird, denn ich will jetzt los in die Stadt. Ich treffe mich jetzt mit der Steffi und wir wollen ein bisschen bummeln gehen und ja, mein Videoexport braucht aber noch 2 Minuten und bevor der nicht fertig ist, kann ich nicht los. Und ja, es ist schon, ich bin eigentlich viel zu spät dran, wie immer. Ich bin immer viel zu spät dran. Ach ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel Neues zu berichten seit gestern. Ich habe gestern dann nichts mehr gelesen. Ich habe gestern Abend dann noch gedreht. Das Video für Donnerstag und für Sonntag. Ja, das Video für Donnerstag ist ultra lang geworden. Ich habe ziemlich viel Mist auch erzählt, aber ich konnte das nicht alles rausschneiden, sonst hätte das alles am Ende keinen Sinn mehr ergeben. Oh, mein Video ist fertig. Und ja, deswegen müssen wir jetzt damit leben, dass ich ein bisschen Dummsülz erzähle. Das mache ich ja eigentlich immer. Egal, was soll's. Ja, jetzt, wie gesagt, gehe ich in die Stadt, treffe mich mit Steffi und heute Abend will ich dann noch ein bisschen lesen. Ich will eigentlich mit Götterfunke anfangen. Und da mal schauen. Ansonsten hatte ich gerade einen offenen Anruf von einer Konditorin wegen einem Termin. Mal gucken, ob die noch was frei hat an dem Tag, wo wir heiraten. Ja, und wann die sich meldet und ob die sich heute noch meldet. Ich hoffe es. Und ja, jetzt gehe ich aber erstmal los. Und hier im Hintergrund hängen überall die Klamotten von meinem Freund rum. Ganz schlimm. Das sind übrigens Sportklamotten. Also nicht wundern. Und ich gehe jetzt und ich höre jetzt auf mit Reden und bis dann. Mittwochabend und ich habe heute meine Kamera zu Hause vergessen. Ah! Ich wollte heute die Kamera mitnehmen und ich habe es total vergessen. Ich war heute bei der Schneiderin, dann waren wir noch in der Stadt und dann waren wir im Café der soll Mittagessen und ich habe das total vergessen, die Kamera mitzunehmen. Die lag ja die ganze Zeit schön zu Hause und ja, tata. Und
Ich habe mich ja gestern dann auch nicht nochmal gemeldet und deswegen dachte ich, ich gebe euch jetzt eine kurze Zusammenfassung, was gestern und heute so bei mir passiert ist. Und ja, ich habe mich ja gestern mit Steffi in der Stadt getroffen. Wir waren dann im Hugendubel. Dort habe ich dann gesündigt und habe 3 Bücher gekauft. Und ja, ich habe gekauft zum einen Camp 21 von Rainer Weckwerth. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich habe das Buch schon damals, wo es rausgekommen ist, gesehen und ja, habe es jetzt für 7,99 reduziert gekauft. Und ich finde, das klang einfach ganz cool und ich bin schon sehr gespannt und mal gucken, wie das Buch so ist. Und das war mein Handy. Und ja, das habe ich gestern zum einen gekauft. Dann habe ich mir noch das Schätzchen hier gekauft. Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Das ist der zweite Teil zu Berühre mich nicht. Ich wollte ja jetzt wissen, wie die Geschichte von Luca und Sage ausgeht. Und ich fand ja Berühre mich nicht gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich verstehe den Hype um dieses Buch nicht, denn es ist nicht besser wie viele andere New Adult-Bücher, die ich schon gelesen habe und die nicht so gehypt worden sind. Also von daher habe ich den Hype nicht ganz verstehen können, aber egal, so ist das jetzt. Und ich habe jetzt den zweiten Teil und den möchte ich lesen und ich möchte dann wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und ja, also Verliere mich nicht, ist noch eingezogen. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Und das letzte Buch, was ich mir noch gekauft habe, davon schwärmt die Sarah Lina immer die ganze Zeit. Sie hat mir, glaube ich, gefühlt schon 100.000 Mal geschrieben, dass ich... Sie hat mir schon gefühlt 100.000 Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich dieses Buch doch bitte endlich lesen soll. Und ja, deswegen habe ich es mir jetzt gekauft und zwar... Du bist mein Feuer von Isabel Ronin und ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Ich habe das damals gelesen und habe gedacht, klingt jetzt wie so eine Geschichte, die du im Ansatz schon ein paar Mal gelesen hast und deswegen habe ich es damals jetzt auch nicht unbedingt so ansprechend für mich gefunden. Aber wenn meine liebe Abonnentin mir das 100.000 Mal da reinschreibt in die Kommentare und sagt, ich soll es unbedingt lesen, dann lese ich es jetzt und lasse mich da gern eines Besseren belehren und ja, ich bin sehr gespannt. Und werde euch dann natürlich berichten, wie mir die Bücher gefallen haben. Und wo wir gerade beim Thema Lesen sind, ich habe gestern noch mit Palace of Glass angefangen und habe da jetzt auch noch ein bisschen weitergelesen. Und ja, also ich schaffe es bestimmt auch, das Buch heute noch fertig zu lesen, wenn ich nichts weiter mache. Aber mal gucken, ob wir heute Abend vielleicht nicht doch einen Film gucken oder so. Und ja, Palace of Glass gefällt mir bisher richtig gut. Ich mag es total. Das Buch ist halt so eine Mischung aus Dystopie und Urban Fantasy und das mag ich sehr. Und ich finde den Ansatz der Geschichte richtig toll. Ich mag unsere Protagonistin. Ich finde das alles bisher richtig gut und das Buch könnte schon so ein kleines Jahreshighlightchen werden. Mal gucken, was jetzt so auf den letzten Seiten passiert. Und ich finde ja gut, dass der zweite Teil schon im Mai rauskommt und der dritte dann schon im Juli, glaube ich. Also die kommen relativ knapp hintereinander raus, dass man die Geschichte auch schön am Stück lesen kann und nicht wieder 30 Millionen Jahre da dazwischen hat. Und ja, bisher gefällt mir Palace of Glass sehr und mehr sage ich euch dann, wenn ich das Buch fertig gelesen habe. Also wie gesagt, heute oder morgen beende ich es auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ich habe mich dann gestern mit Steffi getroffen, dann waren wir bummeln und haben Käffchen getrunken und es war ein richtig cooler Nachmittag. Wir haben sehr viel gelacht, also richtig, richtig viel. Und, Steffi, falls du das siehst, ich hoffe, du hast dir das Twilight-Video angeguckt. Ich könnte immer noch feiern drüber. Und ja, danach habe ich mit Schatzi noch ein paar Wege erledigt und heute war ich bei der Schneiderin. Und mit der Konditorei habe ich heute auch gesprochen, wo wir unsere Torte machen lassen wollen. Und die hatten Gott sei Dank noch einen Termin. Oh, ich bin so happy gewesen. Und da fahren wir nächste Woche dann auch hin und klären das. Dann ist das Thema auch vom Tisch. Und das war so das Gröbste heute. Dann war ich mit Schatzi halt, nachdem wir dann wieder da waren, war ich mit Schatzi mal was essen in Ruhe. Und dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Und da habe ich gesündigt in der Stadt. Ich habe mir 2 Funkos gekauft. Und ich sammle ja die Marvel-Funkos. Und mir hat noch Loki gefehlt. Den hatte ich noch nicht. Und ich liebe ja Loki. Also ich finde Tom Hiddleston als Schauspieler mega. Und ich liebe Loki und Loki hatte ich noch nicht. Deswegen habe ich mir jetzt Loki gekauft. Und dann habe ich mir jetzt schon von dem neuen Avengers von Infinity War noch die Black Widow gekauft. Deswegen ist die jetzt auch blond, nicht mehr rothaarig, weil die in Infinity War ja blond ist. Und ja, die habe ich mir jetzt noch gekauft. Und ich hätte mir gern noch den neuen Thor gekauft und den neuen Captain America, aber... Ja, wenn ich die Preise dann für diese Dinger sehe, denke ich mir so, ach nee, 2 zum Sündigen reichen eigentlich erstmal vom Geld. Das waren dann mal locker 30 Euro für 2 solche Dinger und... Aber sowas gönnt man sich ja nicht immer, deswegen shit happens und habe ich halt mal keine Bücher gekauft, sondern 2 Funkos. Die werde ich dann gleich noch mit in mein Bücherregal einsortieren. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen an dieser Stelle. Morgen nehme ich die Kamera auf jeden Fall wieder mit, wenn ich was erlebe und ich würde sagen, wir sehen und hören uns später. Bis dann.
Ciao, ciao. Oder ihr ja, bis gleich. Ihr seht mich ja jetzt gleich wieder und ich euch später. Und ach, egal, bis dann. Mal kurz. Oh, mir ist gerade voll kalt. Wir haben ja gerade die komplette Wohnung gelüftet und oh, es ist kalt. Ja, ich melde mich aus zwei Gründen. Und zwar habe ich zum einen gerade dieses Schätzchen hier beendet. Palace of Glass von C.E. Bernard. C.E. Bernard. Ich weiß nicht, wie sie richtig heißt. Christine heißt sie auf jeden Fall mit Vornamen, die Autorin. Und ja, ich habe das Buch ja gerade zu Ende gelesen. Ich muss sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich mochte den Ansatz der Geschichte. Ich mochte das Ende der Geschichte. Ich fand einfach das ganze Buch richtig, richtig gut. Und es hat mega viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich hatte beim Lesen immer einen Ohrwurm. Ah! Kennt ihr das, wenn ihr in Büchern immer wieder bestimmte Wörter lest und ihr dazu ein Lied im Kopf habt? Oh, ganz schrecklich. Ich habe hier während dieses Buches auf jeden Fall die ganze Zeit Maria Magdalena gesungen von Sandra aus den 80ern. Kennt ihr das noch? Ich möchte jetzt hier nicht anfangen zu singen, aber ja, auf jeden Fall. Jetzt klingelt mein Handy. Moment. So, wo war ich jetzt? Ich glaube, ich hatte gerade erzählt, dass ich immer Maria Magdalena gesungen habe, während ich dieses Buch gelesen habe. Das hatte so einen bestimmten Grund, denn die Menschen mit diesen besonderen Fähigkeiten in diesem Buch heißen Magdalenen. Und dann haben die immer Maria, wie die heilige Maria, die heilige Jungfrau Maria, haben sie halt immer gesagt, oh Maria. Und dadurch hatte ich immer Maria und Magdalena. Und dadurch habe ich immer gesungen, Maria Magdalena. Oh, ist das total bescheuert. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch richtig gut gefallen. Ich fand den Ansatz der Geschichte toll. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand das Worldbuilding cool. Ich fand den Schreibstil toll. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass mir das Buch richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, es ist immer noch eine Mischung aus Dystopie und Urban Fantasy. Und der zweite Teil kommt jetzt zum Glück schon Ende Mai raus. Und den werde ich auf jeden Fall lesen. Und ich freue mich schon sehr. Und ich kann euch Palace of Glass auf jeden Fall nur empfehlen. Mehr dazu dann in meiner Rezi. Und ja, das war der erste Grund, weswegen ich mich jetzt melde. Und der zweite Grund ist das hier. Ich habe ein Buch bekommen. Ich glaube, es ist vom Piper Verlag. Man kann das ja anhand der Verlagsauslieferung nicht immer so genau sagen, aber ich glaube, es ist der Piper Verlag und ich glaube, ich weiß, was für ein Buch drin ist. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, denn ich habe dieses Buch schon vor ein paar Wochen angefragt und man bekommt ja immer netterweise vom Piper Verlag keine Rückmeldung, ob man das Buch bekommt oder nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es das Buch ist, was ich in der Buchhandlung schon in der Hand hatte und es schon kaufen wollte und mir dann aber doch nicht sicher war und gedacht habe, warte mal noch. Oh. So, wartet. Ganz spannend. Oh. Schauen wir mal. Na Jesus, bin ich froh, dass ich es mir nicht gekauft habe. Es ist tatsächlich das Buch, nämlich Jinx von Jennifer Estep. Ich hatte es am Dienstag schon in der Hand und habe kurz überlegt und habe kurz gezuckt, ob ich es mir nicht kaufen soll. Und habe dann aber gedacht, nee, warte mal noch ein, zwei Wochen und hast du erst mal genug zu lesen zu Hause. Und Glück gehabt. Ich habe es bekommen vom Verlag. Hihi, da freue ich mich sehr. Coole Sache, coole, coole Sache. Und ja, Jinx werde ich dann auf jeden Fall auch gleich mitlesen. Aber jetzt lese ich als nächstes definitiv Ostmar Götterfunke. Denn ich will endlich diese Reihe beenden. Wie gesagt, Palace of Glass ist mir jetzt aufgrund meiner Neugierde da dazwischen gekommen. Aber ich habe das ja jetzt auch mega schnell gelesen. Ja, als nächstes Götterfunke und danach lese ich Jinx und eins meiner New Adult Bücher, die ich mir gekauft habe. Vielleicht lese ich dann gleich Du bist mein Feuer noch mit. Oder den zweiten Teil von Verliere mich nicht. Schauen wir mal. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf Jinx, denn wie gesagt, Bella Beluccis Superkraft mit dem Glück und dem Pech finde ich mega cool und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich hoffe, es wird wieder besser wie der zweite Teil, weil der zweite Teil war echt nicht so meins. Und ja,
Ich habe das Buch bekommen. I like, I like, I like. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich konnte vorhin nicht ganz so viel filmen, wo wir in der Location waren, denn die Location war immer noch zu. Also, ich wollte ja gerne auch für mich so Fotos machen von allen, dass ich halt auch mit meiner Trauzeugin anfangen kann, die Deko zu planen und wie wir was machen und wie viel und was. Aber das geht nicht. Aber die nette Frau von der Location hat halt gesagt, wir sollen dann einfach nochmal vorbeikommen mit einem Plan, was wir wollen, und dann setzen wir das so um. Und ich kann immer wieder nur sagen, ne, diese Frau ist so kompetent, das ist der Wahnsinn. Ich fühle mich bei der super aufgehoben. Und jeder, der von euch mal eine größere Feier hat und zufällig hier in Erfurt ist oder wohnt oder in der Nähe ist, ich kann euch wirklich nur empfehlen, feiert dort im Kressepark Erfurt. Dort gibt es ganz viele verschiedene Räume und Locations und es ist richtig cool. Und wie gesagt, die Chefin von dem ganzen Laden dort, die ist einfach so kompetent und die ist so freundlich und so sympathisch und so nett. Und ich fühle mich da einfach richtig wohl und ich denke, dass wir da eine schöne Feier haben werden. Und jetzt höre ich erstmal auf, euch zuzukauen. Und ich würde sagen, bis später. I got this feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide. Just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving so to keep dancing. We're flying up to flying dizzy. Fly on, flying up no sea. Fly on, flying dizzy. Fly on, we're flying, burning on. Sonntagabend und ich wollte noch kurz den Vlog hier beenden. Ich habe die letzten zwei Tage nicht mit euch gesprochen, weil ich auch nicht wirklich viel erlebt habe und viel gemacht habe. Und
Es war nicht viel los bei mir. Ich habe gestern den ganzen Tag geschnitten und gedreht und alles fertig gemacht für die nächste Woche. Dann war ich mit Nina noch mit den Hunden eine Runde übers Feld laufen. Also so wirklich viel habe ich die letzten 2 Tage nicht gemacht. Deswegen gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Aber ich habe Du bist mein Feuer von Isabel Ronin gerade beendet. Es ist ein 600-Seiten-Klopper. Und ich habe ihn gestern angefangen und heute beendet. Was ja eigentlich heißt, dass ich das Buch mochte. Und ich kann auch nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Es ist eine richtig süße, niedliche Geschichte. Aber sie hat so ihre Schwächen. Also mir war dieses Ganze zwischen den beiden ein bisschen viel. Die haben sich da gegenseitig Liebesschwüre gemacht bis zum Abwinken. Und auch dieses Drama zwischen den beiden war teilweise nicht so ganz mein Ding. Ich fand die Dramatik in dem Buch gut. Ich mochte die Handlung auf jeden Fall auch. Gerade zum Ende hin fand ich das nochmal richtig gut mit dieser Sache, die da passiert ist. Also ich kann mich im Großen und Ganzen bei dem Buch echt nicht beschweren. Wie gesagt, ich mochte die Handlung, ich mochte die Charaktere, ich fand das Setting cool. Aber es war mir halt an manchen Stellen einfach von allem immer irgendwie ein bisschen zu viel. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es war manchmal einfach zu kitschig und zu schmalzig und zu überdramatisiert. Und ja, ich weiß nicht. Caleb war auch an manchen Stellen einfach irgendwie total weird. Also ich kann verstehen, dass er sie gesehen hat und sich sofort in sie verliebt. Ich glaube ja auch, dass es sowas tatsächlich noch gibt. Und deswegen konnte ich diese ganze Sache bei ihm schon mal verstehen und nachvollziehen, was viele auch nicht verstehen konnten. Ich habe mir gerade schon so ein paar Rezis angeguckt. Und ich hatte damit allerdings keine Probleme. Aber diese... Oh, Entschuldigung. Aber diese Besessenheit, die er ihr gegenüber entwickelt, das ist irgendwie ein bisschen weird gewesen. Das war irgendwie nicht ganz normal. Also... Damit kann ich strecken, weil es auch nicht ganz zurecht, aber ja gut, lassen wir das. Also wer gerne kitschige, schmalzige, überzogene Liebesgeschichten liest, die halt nicht unbedingt realistisch sind, der ist mit Du bist mein Feuer auf jeden Fall richtig beraten. Ich fand es richtig cool und ich fand es gut und ich mochte es sehr. Und ja, das Einzige, was ich vielleicht noch als Kritik hätte, es hätten 100 Seiten gerne weniger sein können, denn... Das Buch zog sich gerade am Anfang echt mega, bis da wirklich was passiert ist. Ich meine, die haben 450 Seiten gebraucht, glaube ich, ehe die mal so zu Potte gekommen sind, dass sie sich einig sind, dass sie jetzt ein Paar sind. 450 Seiten, da sind die meisten Bücher schon vorbei. Und ja, die letzten 150 Seiten beschäftigen sich dann noch so ein bisschen mit dem Ganzen da danach. Und ja, es war schon ein bisschen nervig, deswegen sage ich mal so 100 Seiten weniger. Oh, Entschuldigung. Hätten dem Buch irgendwie nicht geschadet, aber... Mein Gott, ist jetzt nicht überdramatisch. Ja, ich wollte ja eigentlich Götterfunke lesen. Ich habe die ganze Woche immer erzählt, dass ich Götterfunke lese, aber irgendwie habe ich es nicht gelesen. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich habe den Schutzumschlag schon abgemacht. Ich wollte das Buch eigentlich auch anfangen und hatte es schon auf meinem Schoß liegen und dann hat es nicht mit mir gesprochen. Also habe ich dann zu Du bist mein Feuer gegriffen, weil, wie gesagt, Götterfunke nicht mit mir gesprochen hat, aber das steht jetzt für diese Woche definitiv auf dem Programm und ich möchte diese Reihe endlich beenden, aber andererseits möchte ich sie nicht beenden, weil sie dann vorbei ist. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn Reihen so toll sind, dass ihr sie nicht beenden wollt, aber ihr wollt sie beenden? Das ist total krank, ne? Aber ich glaube, ihr werdet das sicherlich verstehen, naja. Aber egal, auf jeden Fall ist Götterfunke jetzt als nächstes dran und jetzt werde ich in mein Bett gehen, es ist schon spät, ich muss morgen wieder arbeiten, ich habe keine Lust. Ach, wir hatten nach dem Urlaub schon Lust arbeiten zu gehen, ich glaube keiner. Ja, und deswegen werde ich jetzt ins Bettchen gehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.